Hallo und herzlich willkommen zu einem Infovideo, worauf ich mich schon lange gefreut habe. Denn der Wunsch, den ich hegte, der ist jetzt nun endlich wahr. Und der wird auch heute erfüllt. Und zwar, dass wir mit den Livestreams, nur mit den Livestreams, nicht mit den Let's Plays, von YouTube nach Twitch umziehen. Ich habe mich jetzt während meines Urlaubs damit mal befasst. Es war sehr easy. Ich war sehr überrascht darüber. Und es ist eine deutlich bessere Qualität, einfach, die ich euch liefern kann. Und zwar weiterhin kostenlos. Indem ich einfach eine bessere Auflösung euch bieten kann, besseren Ton euch liefern kann und vor allem nicht mehr diese Zeitverzögerung habe von 20 Sekunden. Also sprich, in dem Moment, wo ich was sage, dass ich erst 20 Sekunden später bei euch dann beim Zuschauen ankommt, sondern, ihr werdet lachen, die Verzögerung ist jetzt auf eine Sekunde reduziert. Es dauert wirklich nur eine Sekunde, dann hört ihr genau das, was ich euch sagen möchte. Und das ist so der Hammer, wir können viel besser interagieren jetzt, wir können auch dann regelrecht Gespräche miteinander führen, je nachdem, wie schnell ihr schreibt, ne? zu Twitch an sich. Guckt mal in die Videobeschreibung, da findet ihr dann gleich schon den Link zu meinem Account. Und ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn wir uns dann heute schon ab 20 Uhr zu Patricia 2 sehr zahlreich sehen und ihr mir dann entweder schon vorher oder während des Streams dann erstmal die Alerts um die Ohren haut im Sinne von, dem möchte ich folgen, diesem Kanal. Was bedeutet das? Ist ein kostenloses Abo, ungefähr so wie bei YouTube das Abo das ist. Allerdings ist es dann eine von zwei Versionen. Es gibt nochmal irgendwie eine kostenpflichtige Version von Abo. Die ist nochmal anders dargestellt, wenn ich jetzt zum Beispiel mal bei dem lieben Kaiji vorbeigucke und dann direkt hier auf den Kanal gucke. Ist gemütet. Dann gibt es hier nochmal dieses richtige Abonnieren, das kostenpflichtige. Damit setze ich mich in den nächsten Wochen mal genauer auseinander. Ich werde dann auch dementsprechend mein Account hier nochmal ein bisschen schöner gestalten mit Infozettelchens und Panels und wie die nicht alle heißen, diese komischen Sachen da. Ist für mich ja alles noch Neuland irgendwo. Aber da wachsen wir gemeinsam dran, hoffentlich. Ja, und auf jeden Fall würde ich mich sehr, sehr freuen, dann wie gesagt ab 20 Uhr heute, wenn ihr das hier seht, bei Patricia 2, wenn ihr mir da die Alerts um die Ohren haut, dass ihr ein Follow da lasst, denn jetzt komme ich zum nächsten Thema, und zwar eigentlich ein Problemchen. Wenn ich jetzt zum Beispiel bei dem lieben Kollegen Steinwein, den ich hier immer hoste, wenn ich nicht live bin, unter anderem auch die hier unten, das geht dann immer so die Reihenfolge entlang, je nachdem wer gerade live ist, wird dann da bei mir gehostet. Der hat ja schon das Affiliate bekommen, der liebe Steinwein, und dadurch hat er die Möglichkeit, einem Zuschauer zu bieten, ob ich mit einer geringeren Auflösung gucken möchte. Denn ich weiß aus erster Hand, dass zum Beispiel ein sehr, sehr lieber Zuschauer, der schon lange dabei ist, Grüße gehen raus, mein Lieber, dass der eine so schlechte Internetverbindung hat, dass er nicht bei Twitch zugucken könnte, weil bei mir ist es jetzt am Anfang noch ohne Affiliate erstmal der Fall, dass ich halt komplett nur diese Auflösungsmöglichkeit bieten kann. Und das ist schon eine ziemlich harte Nummer für eine Leitung, die ständig zusammenbricht. Oder halt eine schwächere Leitung generell. Und es macht halt dann auch keinen Spaß, wenn ihr dann ständig Lags habt, die Seite neu laden müsst, nicht mit dem Chat richtig interagieren könnt und so weiter und so fort. Deswegen wäre es natürlich schon echt cool, wenn ihr so schnell wie möglich euer Follow so dalassen würdet, wie ihr auch euer Abo dagelassen habt auf YouTube. Dann kriegen wir das relativ schnell zusammen. Dann bin ich relativ schnell auf Affiliate-Status und kann dann dementsprechend auch den Zuschauern, die eine geringere Auflösung benötigen, eine geringere Auflösung bieten. Das ist leider von Twitch her so gegeben, das kann ich nicht beeinflussen. Ja, und jetzt nochmal zu einem anderen Thema. Genau deswegen habe ich mich nämlich auch entschlossen. Ich werde die Streams so an sich als Video hier auf dem Twitch-Kanal auf jeden Fall speichern. Die könnt ihr euch dann da am Stück angucken, inklusive dem Chat. Außerdem werde ich, während ich streame, gleichzeitig aufzeichnen, gleichzeitig aufnehmen. Wir könnten das sogar richtig als Let's Play machen, dass ich dann, wie zum Beispiel der Kollege Hirnschuss das immer sehr gerne macht, dann halt zwar mitlese, aber erstmal nicht darauf reagiere, was ihr schreibt, dass ihr halt so ein bisschen meine, ja, mentale Unterstützung seid, mir irgendwie so sagt, Mensch, nee, da guck mal hier, da hast du was übersehen und so weiter und so fort. Das könnte man so zum Beispiel machen und dann lade ich das schön als 30 Minuten Videos als Let's Play nachträglich hoch. Das kommt dann immer so ab Montag, würde ich sagen. Zusätzlich zu dem normalen Zeugs, ne? Einfach ganz normal, so wie jetzt zum Beispiel jetzt am Montag dann Empires & Tribes kommen würde, wäre dann zum Beispiel schon die erste Folge von dem Patricia 2 Stream, der dann heute, für euch heute stattfindet. Für mich ist es morgen erst. Ich bin langsam durcheinander, Leute. die andere Option wäre noch, dass ich das Video am Stück hochlade, weil dann würde ich das auch direkt von Twitch runterladen und dann 1:1 48 Stunden später hochladen. Das wäre dann auf den Sonntag oder Montag. Sonntag oder Montag würdet ihr das dann als gesamtes Ding bekommen, also den gesamten Stream als ein Video. Das müsst ihr mir aber sagen und das könnt ihr am besten sagen, wenn ihr hier in meiner Community Area einfach mal der Abstimmung folgt. Beziehungsweise ich werde sogar zwei Abstimmungen machen.
reicht euch die Zeit, ich glaube es sind 14 Tage, es müssten 14 Tage sein, dass ihr direkt auf Twitch euch das Video vom passierten Livestream inklusive dem Chat nachträglich anguckt? Oder aber wollt ihr das lieber dann direkt hier auf YouTube haben? Weil dann brauche ich das hier nicht so lange aufzuheben, ne? Dann kann ich mich da entscheiden, so wie ihr euch entscheidet, kann ich dann dementsprechend die Entscheidung weiterfällen und so weiter und so fort. Die zweite Abstimmung dann, wie gesagt, wenn es hier auf YouTube stattfinden soll, 30 Minuten oder das volle Ding. Also den vollen Stream als ein einziges Video. Ich muss euch dazu aber noch sagen, bei dem Video, wo der gesamte Stream in einem Video ist, da sind natürlich immer wieder Parts dabei, wo ich mit dem Chat rede, was euch vielleicht nicht interessiert oder wo ich nachdenke, wo ich eine Pause mache, weil ich mal auf Klo muss oder ein Bier hole und. Das sind immer so Zeiten, was ich auch verstehen kann, wer sich das hinterher als Video anguckt, der skippt das durch. Das möchte man nicht sehen. Ist langweilig irgendwo, ne? Da muss ich euch aber sagen, wenn ich dann da so ein 4-Stunden-Ding habe und davon wären dann effektiv irgendwie nur 3,5 Stunden geguckt, dann ist das schlecht für meine Auswertungen von YouTube her. Und das heißt wiederum, dass wir dann irgendwo so eine Teufelsspirale haben. Das Video wird sich nicht auf Twitch angeguckt, dafür wird es sich dann aber auf YouTube angeguckt und dafür dann aber halt nicht zu 100%. Von daher, wählt weise, ich überlasse die Entscheidung euch. Ich habe euch jetzt die Konsequenzen so an sich gesagt, was jetzt in welchem Fall wie passiert bei mir auf dem Kanal. Wie gesagt, zwei Abstimmungen sind jetzt hier. Einmal reicht euch die Zeit, dass ihr euch das nachträglich auf Twitch anguckt, weil dann hat zum Beispiel auch der ganz liebe, nette Zuschauer, von dem ich vorhin geredet habe, auch kein Problem, wenn er sich das nachträglich anguckt, statt live anzugucken. Oder aber wollt ihr dann unbedingt das noch als Video haben auf YouTube? Wie immer dann auch, logischerweise. Also ich würde die dann sowieso auch archivieren, das sowieso, aber dann habe ich ein bisschen mehr Zeit, dann kann ich das ein bisschen später immer noch hochladen und so, ne? Ja, also ihr Lieben. Ich hoffe, wir sehen uns gleich zahlreich dann ab 20 Uhr im Patricia 2 Stream auf Twitch. Ich hoffe, ihr versteht auch meine Entscheidung, aber glaubt mir, es lohnt sich wirklich. Es sieht um Welten besser aus. Und wenn wir dann noch wieder X4 streamen können und andere Spiele, Mountain Blade zum Beispiel, das ist jetzt technisch auch kein Problem mehr von der Auflösung her. Miss Survival später irgendwann auch wieder mal. Ihr werdet es mir noch danken. Glaubt mir. Ich bin mir gerade selbst schon dankbar irgendwo. Gut, ihr Lieben. Falls wir uns heute nicht mehr sehen, wünsche ich euch noch ein schickes Wochenende und bis bald.